Merkwürdig lautet der Vereinsname und würdig waren sie auch die ersten Beach Games in Greinsfurt. Gründersextett Reinhard Gruber, Matthias Eichinger, Markus und Chris Bechine sowie Roland Moik konnten gleich 20 Teams am Court begrüßen. Ja, zustande gekommen ist es eigentlich, weil wir uns gesagt haben, wir wollen wieder was in Greinsfurt machen, von Greinsfurt für Greinsfurt und Umgebung. Und sind einfach in der Runde gestanden und haben uns gedacht, wir brauchen uns nicht aufregen, wenn keiner was macht, machen wir einfach was. Ich bin sehr dafür, wir wollen den Beachvolleyball-Club, also den Beachvolleyballplatz wieder beleben. Und dafür ist das ideal. Also wir haben dann gesagt, wie machen wir das Ganze, und wir haben dann den Verein Merkwürdig gegründet, eben mit Obmann Christian Bechine und Obmann Stellvertreter Eichinger Matthias, und ich habe mich da auch ein bisschen angeschlossen. Und dann haben wir gesagt, machen wir einen Verein, Merk-Doppelpunkt-Würdig, und den gründen wir jetzt eigens für das Beachvolleyball-Turnier, was wir jährlich veranstalten wollen. Ja, wir unterstützen das mit einer super Grillerei und Mehlspeisen und Kaffee und Kuchen. Und nein, ich sage, es läuft da los, und wenn es so weitergeht, machen wir das nächste Jahr wieder. Ne? Der Zustrom an Teams sprengte die Erwartungen deutlich, wie wir erfuhren. Ja, wir haben 20 Teams bei uns am Start. Wirklich gute Teams, kann man schon mal vorweg sagen. Ja, wie heißt denn euer Team? Sand im Mond ist gesund. Sehr gut. Wir sind der Düder da. Hallo, ich bin der Robert und ich spiele gerne Volleyball. Unser Team heißt Monte Heidhof. Wir sind drei Weizen, bitte. Warum drei Weizen, bitte? Naja, wir sind drei Geschwister und heißen alle drei mit Nachnamen Weiz. Und sind leidenschaftliche Weizenbiertrinker. Einmal gewonnen, einmal verloren, aber noch voll dabei, also alles möglich. Ja, bis jetzt haben wir vier gewonnen, nein, drei, und eins verloren. Haben jetzt ein Spiel gewonnen gegen die, das war eigentlich unser Tagesziel, und ab jetzt ist es wurscht. Ja, super optimal, alles super gelaufen, oder? Ja, bis jetzt schon. Aber wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, muss man fairerweise sagen. Wir rennen das so, wir spielen einen 20er Raster sozusagen und spielen im K.O.-System mit Loser- und Winnerpool. Und jeder hat die Chance sozusagen im Finale sich dann wieder zu treffen, und wir warten auch auf ein spannendes Finale dann. Und genau dieses Finale entschieden in weiterer Folge Sandra und die Viecher für sich. Wie waren die Vorbereitungen? Die Vorbereitungen waren hart und sehr anstrengend. Ja. Da habe ich die Mädels, wir haben alles rausgeholt, was gegangen ist aus den Mädels. Ich bin stark gefordert, aber es hat sich ausgezahlt. Wir haben gestern im K1 Trainingslager gehabt, bis 5 in der Früh. Und ja, waren super. Nein, fangen wir nochmal an. Nein, unsere Vorbereitungen fürs Turnier heute waren extrem. Wir haben gestern 8 Stunden Beachvolleyball gespielt. Waren die Vorherwochen in Kroatien auf Trainingslager. Wir haben, glaube ich, 3 Einheiten Vormittag, 3 Einheiten Nachmittag gemacht und sind, ja, schätze ich, mit voller Motivation, voller Kraft da hergekommen zu dem Turnier, damit wir da eingeschlagen. Das haben wir geschafft. Ja, zweimal, glaube ich, waren wir zu dritt einmal Volleyball spielen. Aber ja. Nein, ich muss sagen, die Jungs sind gut drauf, weil die haben sich gestern gut vorbereitet, haben Mörderfühlung eingedrungen, und mir gefällt es gut, was sie heute spielen. Also. Den Beachvolleyballplatz in Greinsfurt kennt man nun in der Mostviertler Volleyballszene. Man ist aber auch während dem Jahr dort willkommen, genauso wie am Tenniscourt, unweit vom Beachplatz. Man kann am Beachvolleyballplatz immer spielen. Wenn man kein Mitglied ist, zahlt man pro Stunde 10 Euro. Wenn man Mitglied sein will als Schüler oder Student, zahlt man 15 oder 20 Euro, und als Erwachsener 30 Euro im Jahr und kann immer spielen. Tennis spielen ist es genauso. Man kann sich stündlich einbuchen oder als Mitglied kann man das ganze Jahr spielen. Es gibt auch Tenniskurse für Anfänger, für Mitglieder genauso. Und es ist jeder herzlich willkommen bei uns im Verein.
Ja, also prinzipiell möchte ich mich herzlich nochmal bedanken bei allen unterstützenden Leuten, die uns geholfen haben, das Ganze zu ermöglichen. Auch wie gesagt, der Tennisclub Grenzfurt, der war stark vertreten da, der hat das ganze Gelände zur Verfügung gestellt. Die ganzen Sponsoren, eben, die wir alle Unterstützung bekommen haben. Und wir haben alle zusammengeholfen, damit es einfach zustande kommt. Und das finde ich einfach toll und da möchte ich nochmal ein herzliches Danke sagen.